Okay, let's go. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Anna und willkommen auf meinem Kanal. Heute filme ich ein kleines Video darüber, wie ich in meinem Studium lerne. Ich teile ja oft in Vlogs und so, dass ich zum Beispiel Karteikarten erstelle, also meine digitalen Anki-Karteikarten, oder sage, dass ich mich halt jetzt ans Lernen setze. Und dann werde ich eigentlich immer gefragt, ob ich mal ein bisschen genauer erklären könnte, wie ich im Medizinstudium lerne, wie ich das strukturiere, wie ich meine Anki-Karteikarten verwende, was das für ein System ist. Und ja, deswegen dachte ich, ich filme einfach mal ein Video darüber. Ich war als erstes ein bisschen zögerlich, dieses Video zu filmen, weil ich halt erst im zweiten Semester bin und natürlich im Laufe der nächsten Jahre erst auch noch ganz, ganz viel Erfahrung sammeln werde, was gutes Lernen im Studium angeht. Aber gleichzeitig dachte ich dann, vielleicht hilft es ja jemandem, wenn ich einfach dieses Video filme und teile, wie ich das jetzt mache. Natürlich gibt es nicht die eine perfekte Lernmethode, die für alle gleich gut funktioniert. Wir sind alle unterschiedlich. Wir lernen alle auf unterschiedliche Arten und Weisen am besten und dementsprechend findet da einfach euren Weg, findet das, was für euch funktioniert. Ich werde einfach mal ein bisschen darüber reden, wie ich das handhabe. Vielleicht könnt ihr ja ein paar Ideen mitnehmen. Ich habe vor meinem eigenen Studienbeginn unglaublich viele solcher Videos geguckt, von anderen Medizinstudenten vor allem, die einfach darüber geredet haben, wie sie ihr Lernen strukturieren, und konnte dadurch einfach schon mal viel über effiziente Lernmethoden mitnehmen und mir überlegen, wie ich das in meinem eigenen Studium angehen möchte. Gerade im Medizinstudium sind das manchmal echt sehr große Mengen an Stoff, die man eben lernen muss. Und deswegen empfinde ich es als super wichtig, eine effiziente und für sich persönlich nachhaltige Lernmethode zu finden, die funktioniert, die man, wie gesagt, nachhaltig und langfristig durchführen kann und die einem hilft, in nicht allzu großen Stress zu geraten vor den Prüfungen. Und in dem Zusammenhang teilt doch gerne mal in den Kommentaren, wie ihr so lernt, beziehungsweise auch generell erstmal, was ihr studiert oder was für eine Ausbildung ihr macht, oder wenn ihr noch in der Schule seid, auch gerne, was ihr nach der Schule machen wollt. Ich würde mich voll freuen, wenn wir uns ein bisschen austauschen. Mich interessiert es auch total, wie viele von euch auch Mediziner sind oder ob viele von euch ganz andere Sachen machen. Also teilt es vielleicht einfach gerne in den Kommentaren. Okay, noch eine kleine Vorinfo, bevor ich mit dem eigentlichen Video starte. Und zwar ist das bei uns an der Uni, ich studiere ja an der Charité, so organisiert, dass wir konkrete Lernziele haben, so heißen die, für jede Veranstaltung. Das heißt, es ist genau definiert, was wir aus einer Vorlesung oder einem Seminar, einem Praktikum, also aus irgendeiner Lehrveranstaltung mitnehmen sollen und was wir danach ja lernen und können müssen. Ein Lernziel ist dann immer genau definiert, das ist dann irgendwie, kann das und das erläutern, kann den und den Prozess beschreiben. Und ja, das heißt, es ist immer relativ klar, welche Inhalte ich lernen muss. Und worauf ich noch eingehen wollte, bevor wir starten, ist, dass mir auch Ausarbeitungen zur Verfügung stehen von älteren Studierenden, die, als sie in meinem Semester waren, ihre Ausarbeitungen über den ganzen Stoff auch geteilt haben, also quasi anderen Studierenden zur Verfügung gestellt haben. Und es gibt sowas an ganz vielen Unis, also dass man einfach auf alte Skripte zugreifen kann, dass man sich angucken kann, was andere Studierende darüber aufgeschrieben haben. Deswegen informiert euch erstmal, was es bei euch an der Uni für Ressourcen und Möglichkeiten gibt. Denn ganz oft, wenn es ein gutes Studierendennetzwerk gibt, werden viele Ressourcen untereinander geteilt. Und das ist super hilfreich, weil man dann eben nicht von vorne anfangen muss in seinem Lernprozess, sondern eben schon mal die Ausarbeitungen zum Beispiel von früheren Studierenden als Basis nehmen kann und durch eigene Notizen ergänzen kann. Okay, jetzt rede ich mal über mein eigentliches Lernsystem. Also als erstes, der erste Schritt ist quasi, dass ich einfach die Lehrveranstaltung gucke, sei das eine Vorlesung, ein Seminar,
ein Praktikum. Im Moment ist das alles natürlich online. Während einer Lehrveranstaltung schreibe ich gar nicht viel mit, sondern fokussiere mich darauf, vor allem zuzuhören, mitzudenken und bei so einem Seminar, das halt auch interaktiv ist, auch mitzuarbeiten, mich quasi zu melden, also einfach auf Fragen auch zu antworten und möglichst viel mitzunehmen, zuzuhören und zu verstehen. Aber der eigentliche Lernprozess ist erst nach der Veranstaltung. Also wenn ich dann die Veranstaltung nacharbeite, wenn ich mir die Lernziele angucke, alles, was ich von der Veranstaltung eben mitnehmen und lernen muss und mich dann ans Nacharbeiten setze. Und wie ich das mache, ist, dass ich das Programm Anki Flashcards verwende. Das Video ist übrigens nicht gesponsert von Anki. I wish. Ich liebe diese Plattform sehr. Anki ist eine digitale Karteikarten-App oder auch ein Programm auf dem Computer. Für einen Laptop kann man sich das auch kostenlos runterladen. Nach einer Vorlesung oder nach einem Seminar gehe ich dann also auf Anki und erstelle mir pro Lernziel meistens eine Karteikarte. Ich formuliere das dann als Frage oder als Aufgabe. Zum Beispiel erläutere den und den Prozess. Und dann schreibe ich auf die Rückseite quasi alles, was ich dazu wissen muss. Und dann ist es so, wenn ich die Karteikarte zum ersten Mal abfrage, dass ich dann im Anschluss direkt 10 Minuten später nochmal abgefragt werde. Und dann verläuft das so, wenn die Karte gut lief, werde ich einen Tag später wieder abgefragt. Dann, wenn das wieder gut lief, 3 Tage später, dann 5 Tage später, 7 Tage später. Und so werden die Zeitintervalle, in denen man diese spezielle Karte abgefragt wird, immer größer. Irgendwann dann erst in mehreren Wochen Zeitabständen. Und wenn man die dann zum ersten Mal abfragt, dann gibt man quasi unten an, wie schwierig die Frage für einen war. Und angenommen, oder je nachdem, wie schwer die Frage für dich war, je nachdem, ob sie leicht, mittel oder schwierig war, wirst du entweder in sehr naher Zukunft, also zum Beispiel am nächsten Tag, wieder abgefragt oder auch erst in vielen Tagen. Angenommen, die Karte war schwierig, kann ich anklicken, okay, ich möchte nicht erst in 7 Tagen wieder abgefragt werden, sondern bitte schon in 3 Tagen, damit ich diesen Stoff öfter wiederhole und besser in mein Langzeitgedächtnis bekomme. Dadurch, dass der Algorithmus von Anki quasi für mich entscheidet, wann ich was abgefragt werde, brauche ich mir keine Gedanken darum machen, wann ich welchen Stoff des Semesters wiederhole, wann ich was lerne, wann ich mich wieder in alte Themen einarbeite, sondern ich muss nur meinem Anki-System folgen und kann dadurch halt konstant den neuen Stoff auswendig lernen und wiederhole halt kontinuierlich auch den ganzen Stoff des Semesters, alten Stoff, aber eben nicht immer alles auf einmal. Also ich werde natürlich nicht jeden Tag alle Anki-Karteikarten abgefragt, das würde natürlich viel zu lange dauern, sondern durch den Algorithmus eben werde ich eine bestimmte Anzahl an Fragen pro Tag abgefragt in regelmäßigen Zeitabständen. Und je länger ich eine bestimmte Karteikarte schon im System habe und je länger ich die abgefragt habe regelmäßig, desto größer werden eben diese Zeitintervalle dazwischen, sodass ich irgendwann auch eine Karteikarte nur noch alle 2 Monate oder so sehe. Aber bis dahin sollten die Infos, die auf der Rückseite stehen, schon sehr tief in meinem Langzeitgedächtnis drin sein, weil ich die Inhalte halt immer wieder wiederholt habe. Ich hoffe, das hat ein bisschen Sinn ergeben, wie ich das erklärt habe. Auf jeden Fall nennt man diese Lernkonzepte Active Recall und Spaced Repetition. Mittlerweile gibt es auch viele Studien dazu, dass die Lernmethoden Active Recall, Spaced Repetition und Practice Testing, also quasi einfach Probeprüfungen, die 3 effektivsten Lernmethoden sind langfristig. Und das eben einfach nur Durchlesen von Inhalten oder Markieren von Inhalten gar nicht so effektiv ist, wenn es darum geht, Stoff wirklich zu verinnerlichen und ins Langzeitgedächtnis überfließen zu lassen. Dementsprechend ist es halt wichtig, dass man sich den Stoff immer wieder aktiv auswendig vorsagt und dann das eben auch in regelmäßigen Zeitabständen. Und diese Zeitabstände, wann ich was wiederhole, regelt eben der Anki-Algorithmus für mich. Dann wollte ich auch noch darauf eingehen, mit welchen Ressourcen ich die Anki-Karteikarten erstelle. Also ich brauche ja irgendwoher die Info, die ich dann letztendlich auf die Karteikarten schreibe.
Und das mache ich mit Hilfe von den Ausarbeitungen von älteren Studierenden, die ihre Skripte zur Verfügung stellen für weitere kommende Semester. Das ist enorm hilfreich, weil ich dadurch schon mal eine ganz gute Basis habe an Infos, die ich lernen muss. Dann ergänze ich durch Amboss. Amboss ist eine Plattform für Mediziner, auf der man wirklich alle Inhalte findet, die man so im Studium lernen muss. Das ist auch aufgeteilt nach Vorklinik und Klinik. Also Vorklinik sind ja die ersten beiden Jahre des Studiums. Da lernt man vor allem Anatomie, Physiologie, Biochemie, Psychologie, Soziologie. Also man lernt quasi erstmal, wie ist der Mensch aufgebaut, wie funktioniert der Mensch. Und dann kommt der klinische Teil des Studiums, die nächsten 3 Jahre. Und da beschäftigt man sich dann eben mit den ganzen Erkrankungen, die es so gibt. Bei Amboss findet man eben nach Themen, nach Fächern, nach Systemen geordnet alle möglichen Inhalte, die man im Medizinstudium lernen muss. Das ist ein kostenpflichtiges Abonnement, aber wie ich finde, lohnt sich das unheimlich, weil ich kann halt irgendein Thema bei Amboss suchen und dann kriege ich eine Seite mit eigentlich allem, was ich wissen muss über das Thema, schön strukturiert und zusammengefasst aufgeschrieben. Daher ist Amboss auf jeden Fall eine super hilfreiche Plattform. Oder als Alternative gibt es auch Via Medici. Das habe ich nicht, aber darüber habe ich auch schon super Hilfreiches und Gutes gehört. Und dementsprechend guckt einfach, was für euch besser passt. Also wie gesagt, Ausarbeitungen von älteren Studierenden und Amboss verwende ich. Dann verwende ich natürlich auch die Vorlesungsfolien und guck, ob da noch irgendwas ist, was ich ergänzen möchte. Und dann verwende ich auch noch ab und zu mal Lehrbücher, aber das eigentlich gar nicht so viel, aber hier und da. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade für mein Modul Wachstum, Gewebe, Organ, habe ich hier dieses schöne Histologiebuch von Renate Löhlmann-Rauch, nur als Beispiel. Das finde ich auf jeden Fall super. Also ab und an verwende ich dann eben auch Lehrbücher, mit denen ich dann auch noch Infos ergänze und meine Karteikarten erstelle. Was ich auf jeden Fall auch immer während Vorlesungen mache oder direkt danach sonst, ist, dass ich unklare Begriffe direkt recherchiere und gegebenenfalls dann auch direkt eine Anki-Karteikarte erstelle. Wenn das ein medizinisch relevanter Begriff ist und ich mir den gerade noch nicht gut merken kann, erstelle ich auch direkt eine Karteikarte, sodass ich dann halt regelmäßig abgefragt werde und auch dieser Begriff sowie alles andere eben in mein Langzeitgedächtnis übergeht. Durch Anki habe ich dann eben alles, was ich wissen muss, also alle Semesterinhalte nach Modulen und dann in Unterordnern nochmal nach Modulwochen sortiert. Das heißt, dass ich letztendlich dann von jedem Semester, wenn ich das System so weiterführe, eben 4 Ordner habe für jedes Modul, weil jedes Semester aus 4 Modulen besteht und dann jeden Modulordner nochmal unterteilt in die einzelnen Modulwochen. Und da habe ich dann eben alle Karteikarten mit allem, was ich wissen muss. Und werde eben regelmäßig abgefragt. Und ich mache das so, dass ich jeden Unitag oder also auch am Wochenende, ich fange eigentlich jeden Tag damit an, dass ich meine Anki-Karteikarten abfrage. Das dauert meistens ungefähr 1 Stunde und ist für mich, glaube ich, das Wichtigste, was ich für die Uni am Tag mache, weil ich dadurch halt konstant meine Inhalte lerne und wiederhole. Und ja, wie gesagt, dann starte ich immer meinen Tag mit 1 Stunde ungefähr Anki, bis ich halt alle anstehenden Ankis durch habe. Und dann geht's weiter mit neuem Stoff, also mit Vorlesungen, Seminaren, anderen Veranstaltungen, die ich dann wiederum in Ankis umforme und nacharbeite. Aber der neue Stoff des Tages kommt immer erst danach und erstmal wiederhole ich mit Anki alles Alte, was eben so ansteht. Am Ende der Woche gehe ich dann immer noch alle Altfragen von der entsprechenden Woche durch. Es gibt bei uns eine Plattform, auf der man eben einige Altfragen pro Woche einsehen kann. Die sind auch nach Semesterwoche sortiert. Und dann gehe ich zum Beispiel auf Modul 5, Woche 2. Das wäre jetzt gerade meine entsprechende Woche. Und gehe dann alle Altfragen, die da aufgeführt sind, durch. Klick die durch, also kreuze und schau mal, wie ich so abschneide. Und das ist eben auch super hilfreich, um schon mal ein Gefühl für die Fragen in so einer schriftlichen Prüfung zu bekommen. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, auch im Semester immer mal schon mal Altfragen und alte Klausuren zu kreuzen über die Themen, die man schon hatte, weil man dadurch einfach schon mal ein Gefühl eben für die Prüfungsfragen bekommt. Was ich auch noch mache, ist, dass ich mir all meine Folien, meine Skripte,
also alle Unterlagen auf mein iPad lade, in die App GoodNotes 5 oder GoodNotes 5. Und in dieser App oder in diesem Programm kann man eben auch noch die Folien beschriften, ergänzen, Sachen hinzufügen, bearbeiten. Und das empfinde ich als super praktisch, dass ich dann alles auch da eben nach Ordnern sortiert, digital dabei habe. Ich mache eigentlich gar nichts fürs Studium auf Papier, außer vielleicht mal, während ich Anki-Karteikarten abfrage, ein paar Notizen machen oder so bei der Abfrage. Aber sonst mache ich alles digital, was ich als sehr, sehr hilfreich empfinde, weil ich dadurch immer überall alles dabei habe. Ich würde sagen, ein Tablet ist nicht nötig für die Uni. Was wirklich nötig ist, ist ein guter Laptop. Ist wahrscheinlich egal, was man studiert, aber auch gerade fürs Medizinstudium ist ein guter Laptop schon echt wichtig. Und ich finde ein Tablet enorm hilfreich, also es ist schon super praktisch, aber zwingend notwendig ist es nicht. Also erste Priorität, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein guter Laptop. Was ich vor jeder einzelnen Uniwoche mache, ist, dass ich mir meistens am Samstag schon mal einen Plan mache und aufschreibe, wann ich welche Inhalte aus der Woche durcharbeite, wann ich welche Veranstaltungen angucke und ja, quasi einfach wann was ansteht in der Woche. Und am Abend vorher, vor dem kommenden Tag, gucke ich immer noch mal auf die Liste und bearbeite das gegebenenfalls, kann das natürlich auch noch mal umschieben, je nachdem, wie es mir dann halt passt. Also ich muss mich nicht strikt an diesen Plan halten, den ich mir am Anfang der Woche gemacht habe, aber es hilft mir einfach total zu wissen, was ansteht, was ich alles geschafft bekommen muss. Und wenn ich mir dann am Abend vorher das Ganze nochmal angucke, weiß ich einfach schon mal, womit ich am nächsten Tag starte, wo meine Prioritäten sind. Und das hilft mir einfach direkt anfangen zu können. Und das gibt mir auch eine gewisse seelische Ruhe, wenn ich weiß, ich kriege alles im Laufe der Woche geschafft, weil ich halt weiß, wann was ansteht. Und dann brauche ich mir keine Sorgen darum machen, dass ich das nicht schaffe und brauche mich nicht stressen oder so. Ich habe einen Plan, wann ich was bearbeite. Dementsprechend kann ich mich einfach grob an den Plan halten und nehme mir viel Stress dadurch. Allerdings, wie gesagt, ist der Plan nicht fest. Ich verschiebe da im Laufe der Woche Sachen, passe das an alles an, was halt dann doch spontan noch ansteht. Und ja, genau, aber es hilft mir auf jeden Fall, wenn ich vorher schon mal so eine grobe Vision habe, was im Laufe der Woche und vor allem auch am nächsten Tag ansteht. Okay, das war erstmal grob, wie ich im Semester lerne, wie ich die ganzen Inhalte nacharbeite und lerne und wiederhole. Und dann dachte ich gehe auch noch kurz darauf ein, wie ich vor einer Klausur lerne. Ich hatte natürlich bisher nur eine Klausurenphase, aber ich denke, ich werde das in Zukunft auch relativ ähnlich handeln. Nämlich einmal, dass ich mir erstmal eine Liste aufschreibe mit allen Themen, bei denen ich mich unsicher fühle, wo ich denke, oh, die muss ich auf jeden Fall nochmal besonders wiederholen, weil ich da am meisten Punkte verlieren könnte. Dann schreibe ich mir diese Themen erstmal auf einer Liste auf und das ist das Erste, was ich mache, dass ich diese Themen durcharbeite und nochmal Karteikarten darüber erstelle, nochmal neue Anki-Karteikarten, die nochmal intensiv lerne und abfrage. Weil da, wo meine Wissenslücken am größten sind, da könnte ich ja potenziell in der Prüfung am meisten Fehler machen und Punkte verlieren. Deswegen kümmere ich mich erstmal um diese Themen. Dann ist auch ein ganz wesentlicher Bestandteil der Vorbereitung auf schriftliche Klausuren eben Kreuzen. Also ganz viele Altklausuren kreuzen, gerade weil in der Uni ja auch öfter mal auch Altfragen in der eigenen Klausur drankommen können. Und dann ist es natürlich super, wenn man die Fragen schon kennt, weil man die dann auf jeden Fall richtig hat. Und dementsprechend kreuze ich einfach ganz viel Altklausuren, aber auch eben auf diesen Plattformen, von denen ich erzählt hatte, auf denen man auch noch mehr Altfragen findet. Da haben wir sowohl eine von der Uni als auch eine studentische Plattform, wo eben Studierende einfach noch Altfragen eingetragen haben. Dann gehe ich natürlich wie gewohnt, wie immer, meine Anki-Karteikarten durch, wiederhole so eben auch Stoff aus dem Semester. Und manchmal wird von Unis auch noch eine Probeklausur bereitgestellt. Wenn es sowas bei euch gibt, dann nehmt das auf jeden Fall auch in Anspruch. Am Ende dieses Semesters steht ja meine mündlich-praktische Prüfung an. Da habe ich einmal Prüfungen in Biochemie, medizinischer Psychologie und Soziologie oder eben Anatomie, Biologie. Das entscheidet sich am Prüfungstag, welches Fach ich dann genau habe. Aber Biochemie ist auf jeden Fall fest.
Und dann habe ich noch zwei praktische Prüfungen, in denen klinische Fertigkeiten geprüft werden. Und wie ich mich darauf vorbereite, ist, dass ich ab Anfang Mai einfach in jeder Uniwoche, beziehungsweise ich denke immer am Wochenende, ein paar Themen, die potenziell drankommen könnten, in diesen Prüfungen durcharbeiten werde. Also zusätzlich zu meinem normalen Uni-Alltag und allem, was ich normal von der Uniwoche lerne, werde ich dann immer am Wochenende eben die Themenliste durchgehen für die SMPP, so heißt die Prüfung, und dann pro Wochenende ein paar Themen durcharbeiten, wiederholen, gerade weil in dieser SMPP eben Inhalte aus zwei ganzen Semestern geprüft werden, ist das schon viel Stoff und dementsprechend muss ich dann auch Dinge aus dem letzten Semester nochmal intensiv wiederholen, weil die schon eine Weile her sind. Daher wird das definitiv deutlich aufwendiger, als für so eine schriftliche Prüfung zu lernen. Aber ich glaube, Key ist einfach immer früh anfangen, sodass man nicht vor der Prüfung gestresst wird und dann nicht Bulimie lernen muss, dass man das einfach auf viele Wochen oder Monate verteilt und dadurch eben den Stress so ein bisschen von den Schultern nimmt. Also ich glaube, das Wichtigste ist früh anfangen und dann kontinuierlich den neuen Stoff lernen und alten Stoff wiederholen, sodass man eben, wie gesagt, nicht so viel Stress vor der Prüfung hat und dann eben auch möglichst die Inhalte im Langzeitgedächtnis hat und nicht nur kurzzeitig für die Prüfung lernt. Okay, jetzt haben wir super lange über Lernen geredet und an dieser Stelle will ich auch nochmal betonen, wie unglaublich wichtig es ist, dass ihr einen guten Ausgleich habt. Denn klar ist Lernen wichtig für Erfolg in der Uni, aber genauso wichtig ist mentale und körperliche Gesundheit, dass ihr auf euch aufpasst und vor allem, dass ihr auch trotzdem glücklich seid. Also nehmt euch Zeit für Sport, für Freunde, für Entspannung, schlaft genug, esst genug, kümmert euch um euch. Denn gutes Lernen, effizientes Lernen funktioniert auch nur, wenn es euch gut geht. Es ist einfach die Basis dafür, dass effizientes Lernen überhaupt klappen kann. Und ja, noch viel wichtiger ist einfach, dass ihr euch nicht kaputt lernt, sondern dass ihr dabei, wie gesagt, gesund und glücklich bleibt. Deswegen, egal was ist, nehmt euch jeden Tag Zeit für Dinge, die euch wichtig sind, die euch glücklich machen und macht das zur Priorität. Überlegt euch, womit ihr gerade viel Zeit verbringt. Sind da vielleicht auch Sachen bei, die euch eigentlich gar nicht so wichtig sind und wo ihr die Zeit vielleicht besser mit Dingen verbringen könntet, die euch mehr geben und die euch viel wichtiger sind. Ich glaube, wenn man sich seine Zeit wirklich gezielt einteilt und überlegt, was ist mir wichtig, womit will ich meine Zeit wirklich verbringen, dann schafft man das auf jeden Fall, Freizeit und Hobbys in den Alltag zu integrieren. Und für mich ist das auch nicht nur optional, sondern quasi obligatorisch. Für mich ist das unglaublich wichtig, dass ich mir jeden Tag Zeit nehme für mein Workout, dass ich mir Zeit nehme für ein YouTube-Video, weil das eben auch Dinge sind, die mir wichtig sind und die ich weiter ausbauen möchte. Ja, ich glaube, das war so ganz grob, wie ich lerne. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich ausgedrückt. Das Anki-System kann als erstes ein bisschen overwhelming erscheinen, aber es ist wirklich ein sehr simples System und hilft mir enorm dabei, effizient zu lernen und konstant auch, ja, wie gesagt, alte Dinge zu wiederholen, weil ich mir dadurch nicht überlegen muss, wann ich das mache, sondern das System einfach für mich entscheidet, wann was ansteht. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr lernt, was für ein Studium oder eine Ausbildung ihr macht oder was ihr nach der Schule machen wollt. Dann schicke ich euch alles Liebe und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Genau, und abonniert gerne meinen Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann, ja, sehen wir uns nächste Woche. Alles Liebe und ciao.